Liebe Mützzuschlägerinnen und liebe Mützzuschläger, auch wenn es nicht immer einfach ist, kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht mit der jetzigen Situation und mit den jetzigen Herausforderungen. Zum einen wurden seitens der Stadtgemeinde alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Zum zweiten hält sich die Bevölkerung wirklich vorbildlich an die Einschränkungen und kann sehr gut mit den Dingen umgehen. Und zum dritten, und das freut mich ganz besonders, gibt es großartige Hilfsangebote. Es haben sich eben Gruppen gefunden, die unterstützen bei Einkäufen, aber auch die Information ist in Zeiten wie diesen von großer Bedeutung. Und ich möchte auf Mürz macht Info hinweisen, eine Sendereihe im Kabelnetz der Stadtwerke und auch im Internet auf YouTube einsehbar, wo 24 Stunden lang quer durch berichtet wird von Angeboten des Handels über Lieferservice, über private Situationen von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, von der Musikschule, von der Stadtgemeinde und alles, was wichtig ist. Schauen Sie sich das an, gemeinsam kommen wir durch diese schwierige Zeit. Und auch wir hier im Stadtamt versuchen für Sie entsprechende Hilfspakete zu schnüren. Wir sind natürlich an die gesetzlichen Bestimmungen gebunden und können nicht einfach irgendwelche Dinge erlassen. Aber wenn Sie finanzielle Schwierigkeiten haben, bei Elternbeiträgen, bei Mietzahlungen, bitte wenden Sie sich an uns. Stundungen, Hilfsmöglichkeiten gibt es bestimmt. Und wir denken auch schon an den Tag 1 nach dieser Krise. Es wird sicher die Zeit kommen, ob wir auch hier mit Wirtschaftsförderungen oder bestimmten Maßnahmen wieder unsere lokale Wirtschaft so richtig in Schwung bekommen werden. Wenn dieser Zusammenhalt, so wie er jetzt besteht, ein bisschen anhält, bin ich mir ganz sicher, dass wir gut durchstarten können und freue mich schon auf diese Zeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund.